Sevim Dadelen hat eine gute Rede im Bundestag gehalten, wo sie den katastrophalen Wirtschaftspolitik, den die Ampelkoalition gerade gegen Russland führt, kritisiert und darlegt, warum die deutsche Politik sich endlich zum Besseren wenden muss. Sevim Dadelen ist ein Mitglied des Bündnisses Sahra Wagenknecht und ist zusammen mit Wagenknecht auch aus der Linkspartei ausgetreten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, halten wir fest, die Politik der Bundesregierung im Ukraine-Krieg ist gescheitert. Fatal wird auf eine Fortsetzung eines nicht gewinnbaren Krieges gegen die Atommacht Russland gesetzt. Es gibt immer mehr Waffengeschenke und immer größere, milliardenschwere Finanzpakete. Die Ampel gleicht hier einem Roulette-Spieler, der in Reaktion auf immer größere Verluste die eigenen Einsätze erhöht. Drei Bemerkungen dazu. Erstens. Die deutsche Außenministerin Baerbock wollte mit Sanktionen Russland ruinieren, sagte sie. Heute steht Deutschland in einer Rezession, die Wirtschaft schrumpft um minus 0,3%. Russlands Wirtschaft dagegen wächst um 3,5%. Die Ampelpolitik ruiniert hier nur eins, Frau Baerbock, nämlich die eigene Industrie. Hinzu kommt eine 100. Also die energieintensiven Industriezweige sind die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen ist um 20% geringer als zu Beginn des Ukraine-Krieges. Also das sagt eigentlich alles. Die deutsche Industrie stürzt in atemberaubendem Tempo ab. Verdopplung der deutschen Waffengeschenke an die Ukraine von 4 auf 8 Milliarden Euro, während man bei der Bildung, bei den Bauern kürzt und das Leben der Bürgerinnen und Bürger immer teurer macht. Zweitens, aus der gehört. Also bei den Bauern muss man, da wollte man ja 1 Milliarde kürzen, jetzt kürzt man ein bisschen weniger, um in die Ukraine 4 Milliarden Euro mehr reinzupumpen, als man ohnehin schon geplant hatte. Die USA ziehen sich zurück, Deutschland darf die Rechnung bezahlen. Die Europäische Union sollen jetzt noch mal 50 Milliarden in die Ukraine fließen, dann noch einmal 186 Milliarden für den versprochenen EU-Beitritt. 24% der EU-Gelder stammen übrigens von den deutschen Steuerzahlern. Sie pumpen Milliarden in die Ukraine, die sich damit brüstet, Oppositionelle im Ausland zu ermorden, Journalisten im Inland politisch zu verfolgen und in Gefängnissen und umkommen zu lassen, wie den Amerikaner Gonzalo Lira. Sie Das ist super, dass sie den Fall nochmal erwähnt. Jetzt ist der hier im Bundestag angekommen. Leider schauen die Rede nicht so viele. Leider hat sie noch einen relativ kleinen Kanal. Das könnte man in der Medienarbeit muss das BSW besser werden. Aber vom Fall Gonzalo Lira, der wurde nur in den Alternativmedien erwähnt. Es ist sehr gut, wenn das BSW solche Themen auch in den Bundestag trägt, damit das auch eine größere Öffentlichkeit erreicht. Also die paar hunderttausend Menschen, die Phoenix gucken, die wissen das jetzt auch. Lohnen hier Terror und sonst nichts. Drittens, während sich die USA wieder alle Zwischenrufe kommen, Gonzalo Lira nicht in ukrainischer Haft gestorben wäre. Also als ob die Ukraine sich nicht damit gebrüstet hätte, im Ausland Anschläge auf Journalisten zu verüben. Als ob in der Ukraine Oppositionelle nicht standardmäßig mit dem Tode bedroht oder 15 Jahre ins Gefängnis gesteckt würden. Genau das passiert ja in diesem Land. Finanziell immer weiter aus der Ukraine zurückziehen, sattelt die Bundesregierung auf, während in den USA laut New York Times oder auch Washington Post hinter den Kulissen eine Verhandlungslösung für den Frieden ausgelost wird, setzt die Ampel auch auf noch mehr Krieg. Und das ist Irrsinn, meine Damen und Herren. Wir brauchen Vernunft in der Außenpolitik. Dieser Zwischenruf, was für ein Schwachsinn. Ey, die Kriegspropagandisten, die sind in ihrer, so wird das im Reichstag 1917 und irgendein Frieden gefordert hat, wahrscheinlich auch gewesen sein. Diplomatische Initiativen für die Beendigung dieses furchtbaren Krieges statt immer weiterer Kriegskredite. Deshalb sage ich noch eins zu dem AfD-Antrag. Kommen hier konkrete Verhandlungsergebnisse vorwegzunehmen, können wir nicht unterstützen. Vielen Dank. So, das war eine basierte Rede. Wie gesagt, Sevim Dadelen, gute Frau, teilt diese Rede. Abonniert den Kanal. Ich habe es hier, im Zweitkanal habe ich ja keine Kanäle abonniert, die habe ich alle auf meinem Erstkanal abonniert. Aber abonniert den Kanal, teilt die Rede, wenn ihr irgendwie friedensbewegt seid, wenn ihr das Bündnis Sahra Wagenknecht unterstützt. Also hier hat sie ja wirklich alles nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Sie hatte nur 2,5 Minuten und da hat sie wirklich einen Rundumschlag gelandet. Wirklich genial.